Diese Minecraft-Schneefarm produziert komplett automatisch Schneebälle oder Schneeblöcke in Minecraft. Man kann sich dabei selber aussuchen, was man haben möchte durch den neuen Crafter. Und laut meinem Test, der eine Stunde lang ging, konnte ich mit dieser Farm hier 23.112 Schneebälle bzw. 5.778 Schneeblöcke produzieren. Die Items, die wir für diese Farm brauchen, seht ihr hier gerade mal eingeblendet, wobei die Blätter und die Glasblöcke tatsächlich wichtig sind. Die kann man also nicht mit anderen Blöcken austauschen. Bei den Baublöcken ist aber ziemlich egal, was ihr dafür benutzt. Abgesehen von diesen Steinen, die braucht man tatsächlich. Allerdings könnte man den Dirt zum Beispiel auch austauschen mit anderen Sachen wie Cobblestone oder Holz. Außerdem brauchen wir temporär bei der Farm auch noch Schienen. Die braucht man allerdings nicht für immer, die kann man also später wieder mitnehmen. Und außerdem kann man die Slime und die Honigblöcke nicht untereinander austauschen. Das ist auch wichtig, dass es jeweils die Slime und die Honigblöcke sind. Außerdem könnte man lieber noch ein bisschen mehr Schneeblöcke und Kürbisse mitnehmen, denn manchmal könnte es sein, dass man einen Schneemann nicht direkt in ein Minecart setzt und dann würde der rumlaufen und das ergibt eigentlich keinen Sinn, dann sollte man das lieber nochmal probieren. Und deswegen würde ich noch ein paar mehr Schneeblöcke und auch mehr Kürbisse mitnehmen. Ich baue die Farm übrigens in der Java-Version und weiß leider nicht, ob sie auch in der Bedrock funktioniert. Vielleicht hat jemand von euch ja Lust, das Ganze mal zu testen und dann für die anderen zu kommentieren. Die Farm stammt übrigens von Race Works und wurde von mir noch weiter verbessert. Das erste, was wir für diese Farm jetzt tun müssen, ist es, uns einen Ort zu suchen, wo wir das Ganze bauen möchten, wie zum Beispiel hier. Wobei es tatsächlich wichtig ist, dass es kein warmes Biom ist und auch in der Hölle kann man diese Farm nicht bauen. Das liegt daran, dass die Schneemänner in warmen Biomen nicht überleben, wie zum Beispiel hier so einer Savanne. Da würde man jetzt einen Schneemann eben hinbekommen und der würde allerdings sofort einen Schaden bekommen. Und das gleiche gilt auch für die ganzen Höllenbiome und auch für die Wüste zum Beispiel. In so einem Plains-Biom hier oder generell in den meisten Biomen sollte das allerdings funktionieren. Ich würde es im Zweifel dann nur vielleicht vorher testen, falls ihr euch da unsicher seid, aber hier seht ihr, kann der Schneemann überleben. Das nächste, was wir dann tun, ist es einmal einen Leafblock zu platzieren. Was für Blätter wir benutzen, ist total egal. Ich benutze jetzt hier nur einmal Kirsche, um einmal den Mittelpunkt von der Farm quasi zu markieren, damit ihr euch im Tutorial da besser dran orientieren könnt. Und das nächste, was wir dann machen, ist es nochmal 4 weitere Blöcke nach vorne und nach hinten zu platzieren, auch wieder mit Leaves. Also 1, 2, 3 und 4 auf dieser Seite und dann hier auch 1, 2, 3, 4. Und in die beiden anderen Richtungen sind das insgesamt 8 Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 einmal hier lang und dann hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Daraus sollte jetzt so ein Kreuz entstehen und das nächste, was wir tun, ist es, das noch einmal komplett voll zu bauen. Das bedeutet, diese ganzen Gebiete dazwischen werden wir jetzt einmal mit Laubblöcken auffüllen. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir hier Laub benutzen, das hat nämlich einige Vorteile. Zum Beispiel bleibt es an der Flugmaschine nicht kleben, wir können es waterloggen, das bedeutet, es kann dann nicht mehr explodieren und außerdem ist es auch noch relativ günstig. Andere Blöcke kann man da theoretisch auch für benutzen, allerdings ist Laub da definitiv die beste Variante. So sollte das Ganze bei euch dann ungefähr aussehen und hier in der Mitte wird dann später TNT runterfallen und damit die Blöcke nicht kaputt gehen, werden wir sie jetzt waterloggen. Das bedeutet, man nimmt einfach einen Wassereimer und kippt das quasi so in das Laub hinein. Und das machen wir einmal auf dem ganz mittlersten Block und dann noch einmal 3 Blöcke in jede Richtung, also hier jetzt 1, 2 und 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann hier auch nochmal 1, 2 und 3. Dann haben wir hier auch wieder so ein Kreuz, wobei wir die nochmal nach links und rechts jeweils erweitern, mit einem Block einmal nach links und nach rechts jeweils, sodass wir dann hier am Ende das Ganze schräg nochmal verbinden können und dann so eine Art Kreis hier entsteht. Das machen wir jetzt auch einmal drumherum und das ist dann ungefähr die Fläche, wo dann auch TNT etwas kaputt machen würde und dementsprechend haben wir jetzt hier eine Untergrundebene quasi, die nicht kaputt gehen wird vom TNT. So sollte das Ganze dann bei euch aussehen und das nächste, was wir jetzt machen, ist es, uns unsere Baublöcke zu nehmen, wie zum Beispiel Dirt und dann hier vorne einmal in der Ecke einen schräg quasi von unserer Plattform weg zu platzieren, einen Block und dann gehen wir noch einmal hier entlang und zwar auf der kompletten Länge einmal. Und genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite, wobei es da nur wichtig ist, wo wir quasi die Öffnung haben. Also hier ist jetzt eine Öffnung, das bedeutet, hier sollte die dann auch sein. Wir können dann also mit einem Block Abstand dann hier nochmal unsere Baublöcke platzieren und hier vorne nochmal einen weiteren und auf jeden dieser Baublöcke oben drauf kommt jetzt nochmal ein Laubblock und genau dasselbe machen wir dann auch auf dieser Seite hier einmal. Als nächstes nehmen wir dann nochmal unsere Laubblöcke und platzieren hier nochmal 2 weitere Laubblöcke mit einem dritten davor, der jetzt also quasi diese Öffnung schließt und genau das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite mit diesen 3 Laubblöcken und danach können wir uns einmal unsere Leiter nehmen und die hier gegen jeden von unseren Baublöcken platzieren. Das ist tatsächlich wichtig, damit später die Minecarts mit den Schneemännern drinnen nicht hier in den Graben fallen, weil man ja quasi hier drauf noch so ein bisschen stehen kann, ohne runterzufallen. Und das nächste, was wir dann machen, ist es, diese Graben jeweils nochmal um einen Block tiefer zu machen. Das bedeutet, wir gehen hier einfach rein und entfernen auf der kompletten Länge einmal die Blöcke und würden jetzt gegenüber von diesem Laubblock, den wir gerade platziert haben, nochmal eine Wasserquelle setzen. Das sorgt jetzt nämlich für Strömung, die dann in diese Richtung hier geht, wobei der letzte Block dann noch frei ist. Und genau das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Also auch hier wird der Graben tiefer gegraben und dann hier vorne einmal Wasser hin, sodass die Items später auch hier in diese Richtung gebracht werden. Als nächstes können wir uns jetzt entscheiden, was wir von dieser Farm eigentlich haben möchten, nämlich entweder die Schneebälle oder direkt die Schneeblöcke. Wenn wir einfach nur Schneebälle haben möchten, dann gehen wir hier einmal hinein und würden diese beiden Blöcke entfernen und dann auch diese 4 Blöcke hier einmal. Und dann können wir nämlich hier vorne einfach eine Doppelkiste hinstellen und dann von dieser Seite mit Shift und Rechtsklick einmal einen Trichter dagegen. Und dann können wir einmal hier wieder nach oben und das gleiche hier dann auch nochmal
nochmal machen. Und von dieser Seite aus gesehen könnte man jetzt einfach hier diese beiden Blöcke entfernen und dann hier vorne nochmal zwei Leaves drauf platzieren. Das sorgt nämlich dafür, dass wir die Kiste immer noch öffnen können und gleichzeitig würden die Schneebälle dann einfach eingesammelt werden. Man kann daraus allerdings auch direkt etwas machen, was automatisch dann die Blöcke craftet, also die Schneeblöcke. Und in diesem Fall würden wir das hier noch einmal kurz entfernen und dann hier vorne einmal einen Crafter hinstellen. Und jetzt müsste man nochmal auf die Innenseite gehen und dann von hier aus gesehen nochmal einen Trichter platzieren mit Shift und Rechtsklick, sodass alle Trichter am Ende dann hier in den Crafter führen. Danach können wir dann einmal den Crafter öffnen und würden dann insgesamt diese ganzen 5 Blöcke hier oder die 5 Slots einmal blockieren, sodass nur noch ein 2x2 Feld groß ist, weil man mit 2x2 Schneebällen quasi dann einen Schneeblock craften kann. Und das nächste, was wir dann tun, ist es nochmal hier auf die Rückseite zu gehen und dann hier ein paar Blöcke zu entfernen und dann auch diese beiden hier nochmal und den davor. Und was wir dann nämlich machen, ist es hier vorne zwei Observer zu platzieren, wobei wir den ersten dann entfernen und dann müsste hier das Gesicht zu sehen sein und dann können wir den hier nochmal platzieren. Diese Pfeile zeigen jetzt also in entgegengesetzte Richtung und das sorgt einfach dafür, dass der Crafter die ganze Zeit jetzt schnell aktiviert wird und dementsprechend auch schnell Items craften würde. Damit die Items allerdings hier nicht rumliegen, kann man dann hier einfach nochmal eine Doppelkiste hinsetzen und dann hier auch wieder Leaf-Blöcke hin und dann würde jetzt hier etwas gecraftet werden. Das können wir auch einmal kurz quasi simulieren, indem wir uns einfach ein paar Schneebälle nehmen und die dann hier einfach mal hineinschmeißen. Das bedeutet, so ähnlich würden dann auch die Items später eingesammelt werden und dann kann man sich nämlich einfach hier hinstellen und zugucken, wie dann hier quasi die Blöcke ankommen, weil der Crafter eben jetzt automatisch aus den Schneebällen die ganzen Schneeblöcke auf uns herstellen kann. Und genau das gleiche können wir jetzt auch auf der anderen Seite nochmal machen. Das bedeutet, hier springen wir jetzt auch einmal rein und in diesem Fall möchte ich das Ganze auch wieder automatisch craften lassen. Das bedeutet, ich entferne erstmal diese ganzen Blöcke und würde dann hier vorne auch nochmal ein paar Blöcke entfernen und hier kommt dann ja der Crafter erstmal hin. Und dann kommen hier einmal die beiden Observer hin, die sich gegenseitig anschauen und die powern dann nämlich einmal diesen Block hier und das geht dann, wie gesagt, einmal zu dem Crafter, der dann das Ganze auch automatisieren kann. Dann würde da die Doppelkiste nochmal hinkommen und dann hier einmal von dieser Seite mit Shift und Rechtsklick einen Trichter, hier dann auch nochmal und dann von hier einen Trichter gegen den ersten Trichter, dann noch die Leaf Blocks oben drauf und dann haben wir das hier auch schon mal fertig. Als nächstes bauen wir jetzt die Flugmaschine, die das Ganze dann also automatisieren wird und dafür können wir uns eine Seite aussuchen. Ich nehme jetzt mal wieder diese rechte Seite hier und dann würden wir einmal hinter diesen Leaf Block hier einen ganz normalen Baublock platzieren und den Leaf Block dann auch entfernen und stattdessen einmal von dieser Seite aus gesehen einen Sticky Piston platzieren und davor dann nochmal einen Honigblock. Wir können in dieser Farm leider keine Slime Blöcke benutzen, das muss Honig sein und dann würden wir das gleiche nochmal von dieser Seite machen, also auch wieder mit einem Sticky Piston und einem Honigblock, sodass das Ganze dann bei euch so aussehen sollte. Als nächstes nehmen wir dann einen Ofen und den würden wir hierhin platzieren. Man könnte aber auch jeden anderen Block nehmen, der nicht geschoben und gezogen werden kann, also zum Beispiel Obsidian würde auch funktionieren und danach würden wir daneben nochmal einen temporären Block setzen und da oben drauf einen weiteren Block. Der temporäre Block kann dann auch wieder weg. Stattdessen kommt jetzt hier vorne nochmal Redstone Dust hin und dann hier ein Repeater gegen diesen Block, der insgesamt dann dreimal gerechtsklickt wird, der ist jetzt also auf der höchsten Verzögerungsstufe und dann kommt hier vorne nochmal eine Falltür hin, die dann dadurch also gesteuert werden kann, beziehungsweise kommt hier einfach noch ein Schalter hin und mit diesem Schalter können wir die Farm später ein- oder ausschalten. Als nächstes nehmen wir uns dann nochmal die Honigblöcke und würden dann hier einmal komplett entlang überall Honig platzieren, bis wir hier vorne angekommen sind, damit wir eben die komplette Breite der Farm auch abgedeckt haben. Und danach würden wir nochmal einen Observer nehmen und den von hier aus platzieren auf den Honigblock. Und genau das gleiche machen wir dann auch hier vorne nochmal. Das bedeutet, dieser Observer hier würde jetzt eben erkennen, wenn sich die Falltür ändert. Das passiert entweder ganz automatisch oder eben, wenn wir die Farm starten mit diesem Schalter und dadurch würde das Ganze dann losgehen. Aktuell wäre es allerdings so, dass die Flugmaschine einfach dann hier entlang gehen würde und dann gibt es Probleme. Wir wollen nämlich hier auch eine Station haben, die die Flugmaschine auch wieder zurückschickt, dass das Ganze eben hin und her geht. Und dafür würden wir dann jetzt einmal hier vorne hingehen und dann hier einmal einen ganz normalen Baublock platzieren und hier vorne auch. Und dann würden wir noch einmal hier vorne einen weiteren Baublock platzieren mit einem richtigen Baublock dann. Der erste ist nämlich temporär, der kann dann wieder weg. Und genau das gleiche können wir dann hier auch nochmal machen, wobei der untere wieder weg kann. Und das gleiche dann hier auch nochmal, wobei auch hier der untere dann wieder weg kann. Man könnte ihn theoretisch aber auch da lassen, das wäre jetzt nicht so schlimm. Danach nehmen wir uns dann Redstone und würden das hier vorne einmal platzieren und dann hier vorne nochmal einen weiteren Repeater, wo wir auch dreimal Rechtsklick drauf machen, auch wieder auf der höchsten Verzögerungsstufe also. Und dann nehmen wir uns nochmal einen ganz normalen Piston und würden den dann hier vorne hin platzieren. Und das würde jetzt eben so funktionieren, dass irgendwann dieser Observer hier quasi ankommt und ein Signal in diesen Block hier abgibt. Dadurch würde dann hier Redstone entstehen, also ein Redstone-Signal entstehen und dieser Piston würde sich einmal ausfahren und das würde wiederum dieser Observer hier dann erkennen und das Ganze zurückschicken lassen. Wir können das Ganze auch einmal testen, wenn wir jetzt hier nämlich den Schalter umlegen, dann wird auch die Falltür umgelegt und jetzt seht ihr, dass die Flugmaschine schon mal funktioniert und wenn sie hier angekommen ist, sollte hier auch ein Signal entstehen, was dann dafür sorgt, dass die Flugmaschine auch wieder zurückgeht und auch das hat sehr gut funktioniert. Wenn wir die Farm jetzt später im Dauerbetrieb haben möchten, würde man hier vorne dann nochmal einen ganzen Block hinsetzen und der würde jetzt nämlich dafür sorgen, dass wenn wir das Ganze jetzt nochmal hier umschalten, dass das Ganze eben jetzt einmal wieder in diese Richtung geht. Wichtig ist jetzt allerdings, dass man den Schalter wieder umlegt. Das bedeutet, dass jetzt hier quasi kein Redstone-Signal auf dieser Falltür ist. Wäre jetzt hier nämlich eins, dann könnte man hier, egal wie viele Impulse man hat, die Falltür eben nicht mehr steuern. Das bedeutet, wenn wir den Schalter quasi so umgelegt haben, dann würde das Ganze jetzt hier komplett automatisch funktionieren. Würde jetzt also die ganze Zeit so lange hin und her gehen, wie wir möchten und
Und erst wenn man den jetzt wieder umschaltet, dann ist das Redstone-Signal, was hier kommt, wieder egal, sodass die Farm dann das nächste Mal stehen bleiben würde, wenn die Flugmaschine jetzt hier ankommt. Das können wir jetzt auch einmal sehen. Das bedeutet, die Flugmaschine kommt an. Es kommt zwar ein Redstone-Signal, allerdings hat der Schalter das ja sowieso schon gepowert und dementsprechend ist die Farm jetzt erstmal wieder pausiert. Das nächste, was wir jetzt tun, ist es einmal auf dieser Seite, genau in der Mitte, nochmal zwei temporäre Blöcke zu platzieren, die gleich wieder weg können. Ganz oben drauf, auf den dritten Block, kommt dann Obsidian und dann können wir diese Blöcke auch einmal wieder entfernen. Von hier oben würde man dann einen Observer platzieren, der quasi nach unten schaut und der würde dementsprechend nämlich erkennen, wenn jetzt hier die Flugmaschine vorbeikommt und dann ein Redstone-Signal ausgeben. Und das soll dann einmal in diesen ganz normalen Baublock rein, wo wir dann auch Redstone drauf haben und dieses Signal wollen wir jetzt erstmal nach oben bringen, wo dann der TNT-Juber stehen wird. Um das zu tun, würden wir dann hier vorne nochmal einen weiteren temporären Block mit einem Baublock drauf platzieren und hier dann wieder Redstone und als nächstes würde man jetzt Glas benutzen und dann hier einmal Glas platzieren, dann kann nämlich dieses Redstone quasi über diese Kanten hinübergehen. Hätten wir jetzt hier nämlich einen ganz normalen Baublock, dann würde das nicht funktionieren, wie man sieht, das würde also quasi gekappt werden. Mit Glas würde das allerdings funktionieren und das machen wir jetzt insgesamt 5 Mal mit Glas, wobei wir den ersten Block ja jetzt schon haben. Das bedeutet, das wäre der zweite, das wäre der dritte, das wäre der vierte und dann hätten wir hier den fünften. Was wir aber unbedingt noch machen sollten, ist es hier vorne nochmal insgesamt 3 Leaf-Blöcke zu platzieren, also 1, 2 und 3 und die dann auch einmal zu waterlocken, damit sie eben resistent gegen Explosionen sind. Ansonsten könnte es nämlich passieren, dass hier ein TNT explodiert und dadurch dann das Redstone hier zerstört wird, weil das eben sehr schnell kaputt geht und deswegen benutzen wir das so. Man könnte stattdessen aber auch zum Beispiel Obsidian hier oben benutzen. Wichtig ist nur, dass wir diesen Obsidian-Block nicht mit einem Leaf austauschen, wo wir Wasser drin haben, weil das eben direkt auf der Höhe ist, wo hier später auch die Schneemänner entlang gehen und Schneemänner bekommen Schaden von Wasser. Das bedeutet, dadurch würden sie dann Schaden bekommen. Das ist also wichtig, dass wir hier einen explosionsresistenten Block haben, der aber nicht gewaterlocked ist. Als nächstes platzieren wir hier oben dann nochmal einen Slab und lassen dann das Redstone-Signal hier in diese Richtung weitergehen, wobei dieser Repeater auch wieder auf 3 Ticks ist, das bedeutet quasi auf der höchsten Verzögerungsstufe und da oben kommt dann einmal ein Slime-Piston gegen, sollte also so aussehen und als nächstes kommt davor dann nochmal ein Slime-Block mit 3 weiteren Slime-Blöcken darunter, also 1, 2 und 3 und das nächste, was wir dann nochmal machen, ist es hier unten erstmal einen Coral-Fan zu platzieren, also einen ganz normalen Korallenfarn. Wichtig ist dabei, dass man eben auch Coral-Fans tatsächlich benutzt und nicht diese anderen Varianten von den Korallen, die kann man jetzt nämlich nicht so seitwärts an einem Block platzieren. Danach kommt hier oben nochmal ein weiterer Slime-Block hin mit einer Detector-Rail obendrauf und einem Minecart und dann kommt hier vorne nochmal ein Cobblestone-Wall hin. Als nächstes platzieren wir direkt unter den Mauerblock jetzt nochmal einen TNT-Block und umranden den dann einmal in jede Richtung, abgesehen von der, wo wir den Coral-Fan haben, mit ganz normalen Steinblöcken und würden das von unten dann nochmal erweitern um einen weiteren Block. Das sorgt dann dafür, dass das TNT nicht irgendwo hinfliegt, sondern genau hier in der Mitte landet und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir hier relativ stabile Blöcke haben, die also nicht von TNT so schnell kaputt gehen. Ansonsten könnte es passieren, dass nämlich diese ersten Blöcke schon kaputt gehen und das TNT dann irgendwo landet und das wollen wir natürlich nicht. Und an der Stelle können wir das Ganze jetzt auch einmal starten. Das bedeutet, dieser Observer sollte dann erkennen quasi, dass hier ein Signal ankommt und dadurch würde dann hier eben TNT entstehen und hier ist das Timing jetzt auch wichtig, dass das TNT quasi dann explodiert, wenn diese Flugmaschine maximal weit weg ist. Ansonsten könnte nämlich die Flugmaschine zum Beispiel zerstört werden oder die Schneemänner bekommen später Schaden und dementsprechend ist das Timing hier sehr wichtig. Allerdings machen wir das jetzt erstmal wieder aus. Wir müssen ja auch die Schneemänner, also das Wichtigste, auch noch platzieren. Um die Schneemänner jetzt zu platzieren, müssen wir leider nochmal ein paar von unseren Leaf-Blöcken entfernen. Und zwar würden wir jetzt mit einem Block Abstand einmal diesen Block entfernen und dann hier wieder einen weiteren, hier einen weiteren und dann hier vorne auch nochmal. Wobei wir hier bei dem letzten dann nochmal einen weiteren Block in diese Richtung freilassen und den hier dann auch nochmal entfernen, sodass das Ganze so aussieht. Und da tun wir jetzt einfach mal irgendeinen Block rein, wie zum Beispiel Dirt. Und das liegt einfach daran, dass wir hier jetzt nämlich Schienen hin platzieren müssen und Schienen kann man leider nicht auf den Leaf-Blöcken platzieren. Das bedeutet, hier kommen jetzt auch überall einmal Schienen drauf. Das nächste, was wir jetzt nämlich tun, ist es Schneemänner zu spawnen, die wir dann direkt in Minecart setzen und dann schieben wir die Minecart so hin, dass quasi jeder Schneemann auf 2 Blöcken steht und dementsprechend auch auf 2 Blöcken für Schnee sorgt. Und für Schneemänner braucht man dabei die Carved Pumpkins, also die geschnitzten Kürbisse. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, man nimmt einfach einen Kürbis und eine Schere und dann einmal Rechtsklick und dann kann man den abbauen und benutzen. Und was wir jetzt nämlich machen, ist, dass wir hier vorne drauf einmal einen Schneeblock platzieren, denn hier in diese Richtung einen Schneeblock und jetzt als nächstes den Kürbis und dann würden wir allerdings ganz schnell zu der Schiene quasi laufen und einen Minecart platzieren und den Schneemann dann quasi da reinschieben. Das bedeutet, wir platzieren den Schneemann, dann das Minecart und dann schieben wir das einmal und damit haben wir den jetzt quasi eingefangen und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Wir würden jetzt also auch hier zum Beispiel wieder einen ganz normalen Schneemann setzen und dann das Minecart darunter setzen. Das funktioniert manchmal nicht, weil der Schneemann sich sofort bewegt. Diese Schneemänner sollte man dann einfach kurz besiegen quasi und dann einen neuen Versuch starten. Deswegen habe ich auch ein paar mehr Items quasi im Intro gezeigt. Also hier zum Beispiel ist es jetzt so, dass der jetzt einfach wegläuft und den kriegen wir jetzt nicht mehr. Das bedeutet, den können wir jetzt einfach einmal kurz farmen. Und genau für solche Situationen habe ich dann deswegen ein bisschen
bisschen mehr Schneeblöcke quasi, beziehungsweise auch die Pumpkins dann dabei. Theoretisch braucht man nicht ganz so viele. Und wenn wir die jetzt alle eingefangen haben irgendwann, dann können wir sie nämlich einmal richtig positionieren. Ich habe an dieser Stelle jetzt einmal jeden eingefangen. Das bedeutet, insgesamt haben wir jetzt hier 5 Stück. Und dann gehen wir einmal zu dem ersten und können dann auch einmal hier die Schiene und den Block entfernen und stattdessen hier wieder einen Leafblock hinsetzen. Und den schieben wir jetzt nämlich ein bisschen nach links. Und zwar so, man kann nämlich aktuell sehen, dass jetzt hier quasi einmal eine Schneeschicht entstanden ist. Wir wollen ihn jetzt aber so weit nach links schieben, bis quasi auch auf dem anderen Block Schnee liegt. Also so. Und genau das gleiche machen wir dann auch mit dem hier neben. Das bedeutet, den schieben wir jetzt auch einmal so lange hin, bis wir hier auch jeweils Schnee haben. Das gleiche können wir dann hier auch nochmal machen. Wobei es tatsächlich nicht so wichtig ist, auf was für einer Höhe die sind. Also der hier zum Beispiel, den würde ich jetzt einfach hier hinschieben. Die sind jetzt also nicht mehr auf derselben Höhe, aber das ist egal. Das wird später dann gelöst. Und manchmal kann es vorkommen, dass der Schneemann jetzt hier quasi einmal diesen Block quasi blockiert, wo wir das Gras drunter haben, was wir noch entfernen möchten. Dann müssen wir den Schneemann einfach noch ein Stück weiter schieben. Und bei den letzten beiden ist es jetzt ein bisschen anders. Und zwar müssen wir diesen Schneemann hier, also den ersten Schneemann, auch wieder so schieben, dass er eben auf den ersten beiden ist. Wobei er ein bisschen mehr auf diesem zweiten Block sein sollte. Also man schiebt ihn quasi etwas mehr, nicht genau in die Mitte von den beiden, sondern etwas mehr in diese Richtung. Und bei dem anderen würde man es genau andersrum machen, dass man den also ein bisschen weiter nach rechts schiebt, als quasi, dass er in der Mitte steht. Und wenn wir das jetzt gemacht haben und auch alle Blöcke soweit entfernt haben, also die ganzen Grasblöcke, das ist wichtig, und auch die ganzen Schienen, dann können wir einmal diese Flugmaschine jetzt hier wieder starten. Und was dann nämlich passieren sollte, ist, dass sie jetzt quasi einmal alle mitgenommen werden, und in dem Moment, wo sie hinten an der Wand quasi ankommen, werden sie dann in den Honigblock quasi hineingedrückt, und damit können wir das Ganze jetzt eben so einmal mit Schnee überziehen, beziehungsweise durch das TNT dann auch den Schnee farmen. Das kann man jetzt hier ganz gut sehen, also das TNT würde jetzt einmal die ganzen Blöcke zerstören, und dann haben wir eben die Flugmaschine, die gleichzeitig nicht nur für den Schnee an sich sorgt, also für den nächsten Schnee, sondern die nehmen jetzt auch die Items mit, die dann hier später drinnen landen. Das kann man jetzt hier sehen, die Items fallen da rein und werden dann auch direkt gefarmt, und das kann man jetzt eben so lange machen, wie man möchte. Beziehungsweise mit diesem Schalter könnte man das Ganze dann wieder ausschalten, wenn man jetzt genug Schnee gefarmt hat. Ich hoffe, das Tutorial hat euch soweit gefallen und auch weitergeholfen. Falls ihr bisher geschaut habt, schreibt doch mal Hashtag Schnee in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.